Gute Aussichten für den Sommerurlaub. Deutschland lockert ab Samstag stufenweise die Corona-bedingten Grenzkontrollen, was Reisende jetzt wissen müssen. Nach Österreich, Frankreich und in die Schweiz sollen alle grenzüberschreitenden Verkehrswege ab Samstag geöffnet werden. Kontrollen soll es aber vorerst weitergeben, stichprobenartig. Nach Luxemburg fallen die Kontrollen bereits ab Samstag weg. Eine entsprechende Vereinbarung wird auch mit Dänemark angestrebt. An den Grenzen zu Polen und Tschechien gab es bislang keine Kontrollen von deutscher Seite. Allerdings gelten von polnischer und tschechischer Seite Reisebeschränkungen, die zum Teil härter sind als bei anderen Ländern. Die Bundesregierung will darüber mit beiden Ländern sprechen. Ab 15. Juni soll auf Kontrollen ganz verzichtet werden, aber nur, wenn das Infektionsgeschehen dies zulässt. Bei Überschreiten bestimmter Infektionszahlen soll ein Rückfallmechanismus greifen. Die Einreise ist für Ausländer vorerst weiter nur aus bestimmten Gründen erlaubt, und zwar für Berufspendler, für den Güterverkehr oder aus triftigem Grund. Es soll aber Lockerungen geben, etwa für unverheiratete Paare. Bei Einreisen aus Drittstaaten sollen die geltenden Beschränkungen bis mindestens 15. Juni in Kraft bleiben. Für Einreisen aus solchen Ländern soll auch die 14-tägige Quarantänepflicht weiter gelten. Für den Binnenreiseverkehr in Europa soll diese wegfallen.